Kühler Liesel, Kühler Liesel, du bist so lieb, hey, du bist so schön. Kühler Liesel, Kühler Liesel, lass uns spazieren gehen. Keine Zeit zum Spazierengehen haben der Köhler und seine Gehilfen. Bei der Lourdeskapelle in Forstau wird der Kohlenmeiler errichtet. Ungefähr 16 Raummeter Erlenholz, das Beste für Holzkohle, werden aufgeschlichtet. Dann mit Reisig bedeckt und zum Schluss kommt Erde darüber. Diese stammt aus dem Forstauer Kohlfeld und ist ungefähr 200 Jahre alt. Und wenn man heute zünden, dann sieht man genau, wann oben das richtig gefangen hat. Dann macht man ganz oben zu. Und wie ich schon gesagt habe, dann sticht man an, im oberen Drittel. Und das macht man dann von oben bis oben. Das dauert eine Woche. Und wenn er dann blau rauchen anfängt, dann ist das ein Zeichen, das Holz hat sich umgewandelt in Kohle. Jetzt glust und glimmt er 5 Tage lang und wird rund um die Uhr bewacht. Und dann ist es soweit. Er wird geöffnet und die Kohle entnommen. Wir haben da rund um den Dom schon aufgemacht, man arbeitet sich vom Rand zu. Und natürlich ist ganz wichtig, die Kohle in Wache. Er geht auch noch über rund um den Dom. Und wenn wo ein Brandfleckerl ist bei einer Kohle, den nimmt man mit der Hand auf, tut es in den Kübel rein, dämpft es an und legt es wieder zurück. Wer arbeitet, der muss auch essen. Und so gibt es Specknocken mit Krautsalat oder Moos in verschiedenen Variationen. Der Hobbykühler Fritz Neuwirth kommt seit vielen Jahren nach Forstau auf Skiurlaub. Und da ist auch die Idee für dieses Projekt entstanden, das diese alte Tradition der Holzkohlenerzeugung wieder aufleben lässt. Vor früher, auch schon 1800, und da haben sie auch schon einmal so Kohlenmeiler gebaut. Sagen wir, die Eltern, die was zwischen 80 und 90 Jahre alt waren, die haben das als Kinder noch erlebt. Nicht? Und bei uns eigentlich keiner Bescheid gewusst hat oder wie das funktioniert und so. Und jeder ist interessiert gewesen und haben gesagt, ja, probieren wir es nicht. Fangen wir die 2 Herren und das haben sie bereit erklärt und jetzt ist es soweit und fahren ins Schild aus. Jetzt so ein Festel veranstalten Kindern von den Kommoden aus. Und Fritz ist zufrieden. Die Qualität ist sehr gut. Jetzt sieht man ja schon die Runde, die Mitte liegen und die Menge sind wir auch zufrieden. Knapp 900 Kilogramm sind es geworden. Die Kohle wird in Säcke gefüllt und zugunsten des Kameradschaftsbundes Forstau verkauft. Beim Abschlussfest spielt die Trachtenmusikkapelle und die Forstauer feiern ihren ersten Kohlenmeiler. Lass uns